Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute für euch ein Top 5 Video, ein Top 5 unter 5 Euro. Das heißt, ich zeige euch Produkte, die unter 5 Euro sind. Egal, ob das in dem kosmetischen Bereich ist, in dem pflegerischen Bereich oder im, ja, in, ich nenne mal das Tools-Bereich, also Pinsel und so weiter. Ich konnte mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, weil ich hauptsächlich auch Drogerieprodukte habe. Ich habe mir überlegt, dass ich mal zwischendurch, ist mir was runtergefallen, warte mal, so, dass ich zwischendurch mal so Videos mache, Top 5 unter 5 oder Top 10 unter 5 Euro oder so. Dann kann ich das regelmäßig mal drehen und ja, genau. So, jetzt muss ich mal eben einmal richtig hinsetzen wieder. So. Und zwar können wir direkt anfangen. Ich habe hier einen Highlighter von Revival Look. Der kostet um die 2,60 Euro. Habe ich so recherchiert. Aber ich habe das, glaube ich, günstiger bekommen, weil ja da alles ausverkauft war, weil ja auch bald eine neue Theke kommt. Und deswegen habe ich das günstiger gekriegt. Und ich glaube weniger als 5 Euro. Als 2,60 Euro. Auf jeden Fall ist das dieser allseits beliebte Highlighter von Revival Look. Und das ist die Farbe Mundust. Und ich liebe ihn. Der hat eine wunderschöne Maserung, der erinnert mich so ein bisschen noch, ich kenne zwar so vom Sehen her, so vom Sehen her nicht den Stereo Rose von MAC, aber ich habe davon vieles mal gesehen und gelesen und gehört und so, und der ähnelt so, glaube ich, ein kleines bisschen danach, meine ich, aber der hat so einen wunderschönen, wunderschönen rosa Stich und der ist wunderschön, super schön, zart, er ist sehr, sehr schön. Ich benutze den als Highlighter auf den Wangen. Ich benutze den aufs ganze bewegliche Lid, weil er so einen wunderschönen rosa Stich hat. Oder ich nehme nur einen ganz kleinen Tick von diesem Highlighter und setze das unter der Augenbraue und ja, manchmal mache ich auch immer gerne einen Lippenstift, entweder einen rosanen oder einen nudigen, oder so ein bisschen, ja, ins Korall gehende. Nehme ein bisschen von der Farbe und dann tupfe ich auch hier so ein bisschen die Lippen damit ein, damit er noch so wunderschön Glanz hat und gleichzeitig auch meinen Lippenstift noch haltbarer macht. Und der ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Also könnte ich mir nachkaufen, wenn die das noch im Sortiment haben. Dann habe ich Art Deco Lidschatten. Meine Palette gehört nicht zu den Top 5. Der hat noch mehr gekostet als sonst. Das sind diese Lidschatten hier. Das sind 5 Lidschatten, wie ihr seht. Jeweils 4,80 Euro. Ich habe, glaube ich, nicht alle gekauft. Ich habe mal 2, 3, glaube ich, an einem Tag gekauft und 2 nochmal zusätzlich, als ich noch in der Stadt war, im Dorf einkaufen war, habe ich mir dann nochmal 2 zusätzlich geholt und ja, ich liebe sie. Ich benutze sie regelmäßig, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht als Beweis. Die sind auch sehr weich im Auftrag, sehr, sehr gut pigmentiert, also kann man echt nicht meckern für den Preis, ist das wirklich toll, also top, top Qualität. Und ich habe auch in den Art Deco Ständern bei den Lidschatten auch gesehen, es gibt ganz, ganz viele Tubes zu anderen Drogeriesachen und zu High-End Produkten, also müsst ihr da mal unbedingt vorbeischauen. Ich habe das bei ich habe da ein paar von Pipa und ich meine, ich hätte auch das komplette hier bei Douglas gekauft. Also die Palette mit 2, 3 Lidschatten, meine ich. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber gut. Das ist dann halt das und ich bin sehr begeistert.
Dann habe ich hier noch einen Stift aus der Reihe Essence Day No Matter What. Das hatte gekostet, nicht wundern, dass ich immer wieder runtergucke. Da habe ich nämlich ein Zettel geschrieben, was ich da recherchiert habe, den ungefähren Preis. Das hat gekostet 2,49 €, glaube ich, etwa. Kann auch mich auch täuschen, kann auch vielleicht noch ein bisschen günstiger sein. Ich habe die Farbe White Frosting. Das ist dann halt dieser wunderschöne Highlighter-Ton, den muss ich auch mal wieder anspitzen. Da könnt ihr als Beweis auch sehen, dass ich regelmäßig auch Schminke verwende. Und ja, das ist dieser hier wunderschön, sehr putrig, sehr gut. Ihr müsst aber nur darauf achten, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ölige Augenlider habt, dann würde ich euch empfehlen, nochmal eine normale Base aufzutragen, dann eine farbige Base und dann eure Lidschatten. Das passiert mir auch ab und zu, wenn es mal warm ist oder so und ich schwitze und dann schwitzen meine Augenlider noch mehr und dann bröckelt das ein bisschen. Deswegen mache ich lieber normale Base, farbige Base und dann meine Lidschatten zur Fixierung. Und das klappt wirklich sehr, sehr gut. Also mein Make-up, wenn ich das mal auftrage, da ist sehr lang anhaltend, bis ich das abschminke. Also wirklich super toll. So, ja, auf jeden Fall ist diese Sache sehr schön. Wäre nur schön, dass noch mehr Farben dabei sind. Nicht immer nur grün, blau, lila, hier diesen Highlighter-Ton. Schwarz habe ich da gesehen und grau. Grau habe ich, glaube ich, auch. Es wäre auch mal total toll, wenn es orange gäbe oder ein pink oder einen roten oder sowas alles. Und ja, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Also ich benutze das regelmäßig, ich benutze auch meine Color Tattoos regelmäßig, also top. Ja, dann habe ich noch eine Base, das ist die P2 Forever Intense Base, das ist, habe ich recherchiert, 2,95 € diese Base. Das soll ein Tube sein zum MAC Paint Pot. Das ist hier die Farbe Just Me. Und ich habe hier auch den Deckel immer drauf, damit das nicht austrocknet. Das ist wunderschön. Ich benutze das regelmäßig, wie ihr seht. Und der hat einen wunderschönen goldenen Schimmer. Also wirklich toll. Das kann man sehr, sehr leicht auftragen. Einmal drüber und fertig. Und ja, also ich benutze das sehr, sehr gerne, auch im Alltag. Also mir ist das eigentlich im Prinzip egal, ob ich ein Schimmer-Make-up habe, ob ich ein mattes Make-up habe oder ob ich nur ein Kajal auftrage, Wimperntusche, Blush, fertig oder dann ist mir das egal, weil ich fühle mich darin wohl und ja. Gut, ich passe auch immer auf, dass es nicht zu viel Schimmer ist und zu viel krassere Farben, weil ich habe sehr viele verschiedene bunte Farben und da passe ich immer auf, aber dass es nicht noch zu krass ist, das muss natürlich auch farblich auch passen zum Outfit, es muss farblich passen auch generell zum Augen-Make-up, also zusammen, wenn ich jetzt sagen, wenn man zwei Grüntöne habe, dann muss ich gucken, wie ist die Intensität, wie kann ich das denn kombinieren und so. Auf jeden Fall, das ist wirklich sehr, sehr schön. Butterzarte Qualität. Ja, ich habe auch eins. Ich bin heute ein bisschen nervös, sorry. Ich habe auch einen rosa Ton. Der heißt Just the Two of Us. Das ist dieser wunderschöne, schillernde Rosé-Ton. Der hat so ein paar kleine goldene Schimmerpartikel, aber auch silberne Schimmerpartikel und ich finde das total toll. Ja. Vielleicht hole ich mir noch die anderen dazu, dann habe ich alles, was ich brauche. Ja, also da kann man wirklich nicht meckern und bei dem hier ist das eigenartigerweise so, dass ich da keine normale Base auftragen muss und keine farbige Base.
sondern ich brauche nur das und dann halt einen Lidschatten und fertig. Das kommt auch, glaube ich, auf die Textur an und wie viel man auch aufträgt auf Auge und ja, wirklich toll. Habe ich schon gesagt, wie teuer? Ich glaube 2,95 € so um den Dreh. So, dann habe ich das letzte. Und zwar habe ich mir jetzt mal die Palette hier rausgekramt, dass ich gepottet habe. Und zwar meine Catrice Defining Blushes. Alles, also ich habe glaube ich alle Farben, die da drin sind. Und ich glaube auch der Multicolor Blush ist auch ungefähr um den Dreh. 3,49 € haben die Defining Blushes gekostet. Ich weiß gar nicht, wie teuer der war. Ich glaube auch so um den Dreh. Aber trotzdem glaube ich unter 5 €. Und ich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Sehr. Also ich versuche auch immer wieder regelmäßig verschiedene Töne zu verwenden. Ich habe öfter den Apropos Apricot verwendet, den Love and Peach, den Rose Royce, den Think Pink, Pinkabell, und Sunrise Avenue. Das ist der Strawberry Frappuccino und ja, wirklich sehr, sehr, sehr toll. Also die Farben sind toll, die Pigmentierung ist schön. Die alle machen eine sehr, sehr schöne Frische auf ihre Weise, auf ihre Farbintensität. Und ja, am meisten habe ich auch hier mein Strawberry Frappuccino immer verwendet. Da kommt schon eine kleine Kuhle, ist da schon. Also da wird bestimmt bald das Fännchen rauskommen. Und ja, aber ich muss glaube ich noch ein bisschen wieder meine Paletten ein bisschen säubern. Und ja, das waren meine schweren Entscheidungen über Top 5 unter 5 €. Wenn ihr möchtet, dass ich das regelmäßig mal mache, so alle paar Monate, alle 2, 3 Monate, dass ich zum Beispiel sage, Top 5 unter, Top 10 unter 5 € oder Top 5 unter 5 €. Oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, Sachen habe, die mit High-End zu tun haben, meine Top Sachen von Favoriten, also Favoriten oder ja, ich habe da noch nicht so viel High-End, aber ich habe vieles, was auch teuer war. Meine Art Deco Highlighter zum Beispiel. Wartet, ich suche den jetzt gerade mal eben, dass ich den euch zeigen kann. Hier der. Der war ja, ich habe das recherchiert, um die 30 € oder so. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt sowas habe, kann ich es auch gerne drehen. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich wünsche euch noch eine wunderschöne restliche Woche wieder. Morgen bin ich wieder am Arbeiten auf Spätschicht. Ja, und dann gucke ich auch mal, wann ich die nächsten Videos wieder planen kann, was ich drehen kann. Ich habe schon einiges auch schon in Planung, aber ich muss halt gucken, wann ich das mache. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald wieder auf ein neues Video. Tschüss!